Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von, ich wollte gerade Medieval Dynasty sagen, von Sengoku Dynasty. Blong. Wir müssen die hier reparieren, eindeutig. Wir warten gerade durch den Fluss auf dem Weg nach Hause, denn wir wollen unsere gute Freundin Akko gleich mal einladen. Und vorher aber mit Toshishi reden. Ich glaube, das wäre angebracht. Ja, der gute Toshishi. Toshishi! Ich find's so lustig. Es tut mir leid, ich mag den Namen. Da vorne steht er schon. Toshishi, Toshishi! Hallöche, Toshishi. Ich bin wieder da, hab mit allen gequatscht. Ich habe den Nachbarn geholfen. Es gibt hier noch andere. Ich habe den Nachbarn geholfen. Ich weiß, dein Name ist in aller Munde. Ich bin Kingyo begegnet. Hat er was erwähnt? Ja, dass er dich hasst. Nun, er wird erst einmal nicht gut auf dich zu sprechen sein, aber alle anderen sind der Meinung, es war mutig von dir, dich für den Jungen einzusetzen. Er war hungrig und hatte Angst. Ich musste ihm einfach helfen. Manche würden sagen, du warst ungerecht Kingyo gegenüber, aber ich sage, der alte Narr hat es verdient. Entschuldige die Ausdrucksweise. Ich habe der Miko Shiyome geholfen. Hast du von ihr gehört? Shiyome hat allen erzählt, wie du die Schreingöttin geehrt hast. Es war nur ein gekochtes Ei, kein großes Opfer. Es war mehr, als die meisten hier tun würden. Manche haben sich sogar dafür geschämt, wie sehr sie Inari vernachlässigt haben, als sie von dir gehört haben. Ich denke, der Schrein wird von nun an mehr Besucher bekommen. Hat Matsumaru irgendetwas erwähnt? Ja, die Sache mit dem alten Hikobai. Matsumaru ist ein ziemliches Plappermaul. Er hat allen erzählt, was du getan hast. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich das Richtige getan habe. Du hast die Schmerzen des Alten gelindert und es ihm erleichtert zu gehen. Das ist die schwierigste Form der Gnade. Die Leute hier werden sich daran erinnern. Es war eine schwere Entscheidung, aber du hattest den Mut, sie zu treffen. Das ist es, was einen Anführer ausmacht. Denkst du, ich kann mich jetzt auf die Unterstützung der Leute hier verlassen? Das denke ich. Ich kenne sogar jemanden, der sich gerne deinem Dorf anschließen würde. Wen? Meine Schwester, Sayuri. Sie ist von deinen Plänen begeistert. Das alte Sosogi hat ihr viel bedeutet und sie wünscht sich, es wieder aufstehen zu sehen. Sprich mit ihr, hoffentlich könnte das der Anfang von der Anfang des neuen Sosogi sein. Aber Fischischi! Okay, also wir sprechen jetzt erst mit Akko und laden die ein, um dann mit der Schwester zu reden, um sie einzuladen. Geil! Innerhalb von kürzester Zeit werden wir gleich ganz viele neue Leute haben. Und ich weiß nicht, ob ich das so toll finde. Weil das heißt, um die Leute müssen wir uns auch alle kümmern. Frustration. Hallöchen! Wo ist dein Zelt schon wieder hin? Du bist es. Ich bringe gute Neuigkeiten. Das Dorf ist wiedergeboren. Komm mit mir. Du bist einfach unglaublich. Das macht mich so glücklich. Sag mir einfach, wo ich mein Haus finde. Und dann mache ich mich gleich an die Arbeit. Okay, das heißt, wir Dynastie, ja? Dorf. Fischischi? Akku. Zu Hause. Obdachlos. Erwachsener. Wie können wir das einstellen? Kleines Haus. Das da. Ich hoffe, wir haben hier jetzt nicht unser Haus gegeben. Aber egal. Arbeitsplätze. Bevölkerung. Warte mal, Akku. Arbeitsplatz zuweisen. Hier steht nicht, was sie gut kann.
Okay, Sammler für die Hütte, Koch, Sammler im kleinen Brunnen. Nehmen wir Weinbeeren. Nehmen wir einfach mal Weinbeeren. Okay. Okay, wir können also verschiedene Sachen hier. Dorfbewohnern zuweisen. Okay, das ist Petersilie. Hier gibt es Petersilie. Wasabi, oh Gott, nein, bitte nicht. Ich wette, die anderen Pilze wären auch nicht schlecht. So, Arbeit zuweisen, Akku. Okay, das ist dann... Okay, das kann ich hier alles irgendwie noch nicht machen. Okay, ich glaube, ich habe schon Dinge getan, die vielleicht gar nicht so schlecht sind. So. Lade Sayuri ein, sich deinem Dorf anzuschließen. Das werde ich machen, wenn, wenn ich ihr ein Haus gebaut habe. Denn bevor wir ein Haus für sie haben, wäre das nicht so klug. Zumindest gehe ich davon aus. Weil die will ja auch irgendwo wohnen, ne? Die kommt hier in den Schatten. Warte mal. Zack. Gebäude bauen. Wohngebäude, ein kleines Haus. Ja, also die wohnt jetzt hier im Schatten. Warum Kollision? Ich muss da reinkommen. Damit er mir sagt, was ich da brauche. Oh, es ist, manchmal ist es ein bisschen kompliziert, muss ich sagen. So, dann legen wir das wieder um. Das kommt auch wieder dahin. Das kommt nach da. Das kommt nach da. So. Gut. Wir bauen hier gerade aber auch ohne Ende. Also für die Leute, die hier gelebt haben, ist es wahrscheinlich schön zu sehen, wie alles wieder neu aufgebaut wird. Aber an sich ist es halt auch voll frustrierend, weil so viele Bäume hier jetzt wieder kaputt gemacht werden. Und dementsprechend, weiß ich nicht, ich fände das, glaube ich, nicht so toll. So. Dann brauchen wir wieder neue Bretter. Ist ja mal was ganz Neues. Toll! Dass ich jetzt schon wieder Brennholz habe, ne? Das geht mir ein bisschen auf den Keks. Und jetzt fehlt mir genau ein Brett, Freunde. Ein Brett. Aggressionen! Aggressionen incoming. Hallo? Halt, stopp. Ist gerade eben mein Ding kaputt gegangen? Meine Axt. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Und Steine habe ich auch nicht. Geil.
Oh, heute ist nicht mein Tag, glaube ich. Oh, noch ein Steinchen. Ein kleines Steinchen. Aber für, für die Dächer brauche ich wahrscheinlich gleich wieder Steine. Dementsprechend sammle ich gleich ein paar mehr. Fällt mir gerade ein. Ich habe gesehen, als ich hier rumgetestet habe wegen den Einstellungen, ja, dass hier ein Schiffi ist mit ganz viel Stuff. Das können wir erstmal durchsuchen, würde ich sagen. Fischgericht. Sake. Gebratener Fisch. Haben wir erstmal was zu essen, würde ich sagen. Aber das war eigentlich nicht das, was ich gesehen hatte. Ich hatte nämlich. Leer. ich hatte noch irgendwo ein anderes Schiffchen gesehen. Und da war so eine große Kiste drauf. Und das war auch irgendwo hier. Irgendwo. Was ist gerade eigentlich mein Ziel? Ich brauche Bretter, ne? Ich glaube ja. Dann besorgen wir uns erstmal Bretter. Geräuschen. Ich liebe es. Dieses Brrrr. Wir brauchen gleich einen neuen. Das gibt's doch nicht. Wir brauchen gleich einen neuen Hammer. So, machen wir das hier als erstes, weil das so viel frisst. Na komm! Guck mal, die Tür steht schon mal. Perfekt. Richtig schick hier. Richtig schick. Gut. Holzstamm. Wie war das noch mit Holzstämmen? Verbrannter Baum. Verbrannter Baum bringt nicht so viel. Ich mache das jetzt mal gerade hier so im Halbdunkeln. Ihr werdet wahrscheinlich nicht so viel davon sehen und danach gehe ich dann hier schlafen. Dann habe ich das nämlich schon mal für den nächsten Tag. Hallo? So, Hammerchen auf die drei. Und dann wandern wir erstmal in unser Häuslein. Und ich hoffe, es ist auch wirklich immer noch unser Häuslein. Akku ist noch nicht bei uns eingezogen. Aber das will ich jetzt mal gerade überprüfen, ob die tatsächlich jetzt in dem anderen Häuslein ist, was wir gebaut haben. Ja, das ist sie. Ist das schön. Können wir ihr einfach. Wir können hier einfach ihre Schlafmatte klauen. Das ist auch ein bisschen dreist. Finde ich nicht so in Ordnung. So, es ist noch früh morgens. Aber wir bauen ja gerade da hinten ein kleines Häuslein. Dementsprechend können wir die jetzt alle aus dem Schlaf klopfen. Die werden sich freuen.
Okay, ich sehe gerade, wir müssen jetzt mal frühstücken. Sonst, Boah, der Fisch bringt aber viel. Der Fisch bringt ja richtig viel. So, jetzt brauchen wir wieder 1000 Bretter. Aber ich habe ja noch zwei Baumstämme hier. Zack. Ach, die können wir damit. Interessant, ich bin verwirrt. Okay, dann fehlen trotzdem noch ein paar Baumstämme. Naja, nicht Baumstämme, sondern. Obwohl, ich glaube, wir brauchen gleich auch wieder ein paar Baumstämme fürs Dach. Weil das ja bis jetzt immer so war. Das heißt, wir machen jetzt eine Fuhre Baumstämme. Und eine Fuhre mit den. Ganz normalen mit Bauholz. Dann sind wir auf jeden Fall für alles gewappnet. So. Okay, aber das funktioniert tatsächlich so. Bleib hier! Zack, 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 zack. Liegt hier noch irgendwo einer? Nö. Gut. Ich habe das Gefühl, wir sollten mal speichern. Ja, YouTube. Nicht wundern. Ich glaube nämlich, der braucht das ab und zu so ein bisschen. Weil ich habe das Gefühl, dass zwischenzeitlich die Sicht so ein bisschen verschwimmt, wenn man zu lange spielt, ohne zu speichern. Der speichert ja automatisch zwischenzeitlich, aber halt nicht so häufig. So, das Dach kriegen wir auch fertig, weil wir vorhin noch Steine gesammelt haben. Perfekt. Und die Baumstämme haben wir auch dabei. Wir kriegen es nicht fertig, weil wir nicht genügend Bretter haben. Oh, warte mal. Nein. Hier. Das lassen wir auch gleich fallen. Nützliches Handwerksmaterial. Also Rinde haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht gebraucht. Glaube ich. Aber ich bin mir halt auch echt nicht sicher. Hau da Stroh da rein. So, dann fehlen hier noch Steine. Aber gar nicht mehr so viele, das heißt. Einmal mit der Spitzhacke in den Wald. Dann läuft das Ganze gleich. Falls wir hier noch einen Stein finden. Also so einen großen. Also ich finde jetzt super viele kleine, aber. Ja gut, dann machen wir es halt mit den kleinen Steinen.
So viel zum Thema. Ich sah die Spitzhacke ausgerüstet, so, Allah, wir machen das jetzt und dann machen wir das nicht. Aber hier sind auch super viele Steine. Tick, 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 tick. Tada! Gut. Dann gehen wir mal zu der netten Frau und reden mit ihr. Vielleicht nicht mehr unbedingt mit einem Speer. Habe ich noch irgendwo. Machen wir so. Plünderin. Sayuri, willkommen! Toshishi meinte, es wäre etwas. Ist das dort drüben ein Galgen? Ich glaube, das fragen wir sie beim nächsten Mal. Toshishi meinte, es gäbe etwas, bei dem ich dir helfen könnte. In der Tat, ich habe gesehen, was du, zu was du in der Lage bist. Du könntest das Dorf wieder zu dem machen, was es einst gewesen ist. Wir sollten zusammenarbeiten. Was meinst du damit? Ich habe ein paar Ideen. Zum Beispiel gab es hier einmal eine Brücke. Viel genutzt von Reisenden und fahrenden Händlern, die uns besuchen kamen. Als Sosogi, niedergebrannt wurde, wollte die Shugodai-Armee es uns erschweren, je zurückzukehren. Also zerstörten sie auch die Brücke, das ist die, die wir da vorhin hatten. Eine solche Brücke könnte uns in Zukunft von Nutzen sein. Ganz genau. Im Moment kommen nur Plünderer und Aasfresser in unser Dorf und diejenigen, denen etwas an den Erinnerungen liegt. Außerdem hat sich mein Leben auf dieser Brücke verändert. Ich kann einfach nicht weit von diesem Ort entfernt sein. Vielleicht erzähle ich dir eines Tages davon. Ich kann die Brücke nicht allein wieder aufbauen. Hör zu, wenn du in deinem Dorf ein Zuhause für mich hast, würde ich mich dir gerne anschließen. Ich werde tun, was nötig ist, damit wieder Menschen über die Brücke kommen können. Damit das Dorf wieder leben kann. Gut, ist das da drüben ein Galgen? Ja, der Preis, den wir für unsere Freiheit bezahlen haben. Enshiro, der den ersten Iki anführte, die Allianz gegen Shibayama Dono, ist hier gestorben. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich werde es nie vergessen. hat der Iki-Aufstand das Leben der Menschen hier zum Besseren verändert? Schwer zu sagen. Wir haben jetzt neue Probleme. Siehst du den Mann da? Kijiro? Er gehört zu den Banditen, die ihr Lager weiter unten an der Küste aufgeschlagen haben. Sie wollen Enjiros Erbe antreten. Und ich fürchte, sie könnten noch größere Pläne haben. Okay, also der neben uns. Genau neben uns. Enjiro war ein Bandit? Nein. Er benutzte seinen Kopf, bevor er sein Schwert zog. Er wusste, wie man mit den Leuten reden musste. Unschuldige Händler ausrauben, Handelswege plündern und Lagerhäuser plündern. Nichts davon ist sein Vermächtnis. Und jetzt liegt er unter einem Stein in diesem Banditenlager in den Klippen an der Küste. Eine Schande. Wofür hat Enjiro gekämpft? Für die Gemeinschaft. Er wollte erreichen, dass wir Menschen hier zusammenarbeiten, trotz unserer Unterschiede. Aber stattdessen kocht jeder sein eigenes Süppchen und mit dem Tal geht es bergab. Nicht ganz, was du dir von dem legendären Königreich der Bauern erwartet hast, hm? Tut mir leid. Eines ist sicher. Wir können gerade wirklich jemanden wie Enjiro gebrauchen. Okay, dann schließen wir das. Und du kriegst dein Häuslein, Dorf, Bevölkerung. Sayuri. Arbeitslos, zu Hause wählen. Fischischi. Kleines Haus. So. Und du bist arbeitslos. Das heißt, wir können dir noch einen Arbeitsplatz zuweisen.
Spezielle ersetzen Akku, zuweisen, Koch, 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 Koch. Das ist eine gute Frage. Ja, dann, ich würde ja sagen Koch, aber in deinem eigenen Haus. Ich weiß bloß nicht, welches das ist. Hallo? Dankeschön. Ja. Okay, gut. Ja, das ist ja kein Nahrungsmittellager. Okay. Aber damit komme ich klar. Das heißt, wir müssen uns ein Nahrungsmittellager bauen. Also jetzt am Anfang ist halt gerade wirklich super viel gebaut. Gebäude, Lagergebäude, Nahrungsmittellager. Das packen wir hier zum anderen Lager dazu, würde ich sagen. Oder auch nicht. Hier. Super viele Steine brauchen wir da. Oh Gott. Und Holzstämme brauchen wir auch einiges. Lulululu, wenigstens ist der Stroh gleich schon mal weg. Und Bretter brauchen wir. Ja, komm. So, das müsste dafür schon mal reichen. So, dann brauchen wir noch Bretter und Holzstämme. Vor allen Dingen super viele Holzstämme. Das waren ja, glaube ich, auch schon wieder 8 Stück. Gott, das hört sich an, als würde mich gleich eine Mücke angreifen hier. Kriege ich direkt Panik. Mücken sind das Böse. Nein, es ist wieder soweit. Ich muss echt mehr Äxte auf Lager haben, genauso wie Hämmer. Also, das ist echt eine Katastrophe damit. Oh nein! Huch! Das war eigentlich nicht mein Ziel. Okay, das können wir jetzt mal fallen lassen. Warte mal, machen wir das so. So. Haben wir nämlich davon schon mal ein bisschen was. Und dann können wir hier gleich erstmal so ein bisschen was an Lebensmitteln einlagern. Ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Ich habe bloß tatsächlich so ein bisschen Schiss, dass wir für den Winter wieder Probleme kriegen. Und das war mein Holzhammer. Ey, das gibt's doch nicht. So. Und wie viele fehlen jetzt noch an Brettern? 3 Bretter. Was haben wir hier nochmal rausgekriegt?
Haben wir da auch Bretter rausgekriegt? Nee. Verdammt. Das ist sehr schade. Ich war sehr davon überzeugt, dass wir da Bretter rauskriegen. Da, ein Brett! Wenn wir Glück haben, kriegen wir das damit zusammen. Oh, wir haben drei Bretter. Wir haben drei Bretter. Oh, Freunde, ist das toll. Martha! Martha sammelt hier fein. Bloß nicht für uns. Verschieben. Ach, da oben ist auch ein Lager. Faszinierend. Okay, jetzt ist die Frage, kann sie jetzt einfach Arbeitsplätze... Ja, jetzt können wir hier... einfach erstmal maximal sammeln. Das ist schon mal schön. So, und dann können wir hier bei Sayuri auch sagen, dass sie mehr... Ach nee, können wir nicht. Wir haben noch keinen Fischer. Und wir haben niemanden, der Eier sammelt, oder? Doch, Eier werden von ihr und Gogo auch. Aber weil es noch keine da gibt, können wir das noch nicht machen. Gut zu wissen. Okay. Okay. Ich bin auch noch obdachlos. Ich will mir eigentlich erstmal ein Haus zureißen. So, bitte. Arbeitsplatz zuweisen, okay. Das können wir bei uns also auch. Vergiss es, das lassen wir aber erstmal. Weil wir so, erstmal die ganzen Eier hier reinpacken. Und ein bisschen was an dem Fleisch da reinpacken. Und die da reinpacken. So. Und hier in diesem Lager. Das ist ja das allgemeine Lager, ja. Das heißt, falscher Gegenstand für dieses Lager. In welches Lager muss das denn? Das ist eine gute Frage. In was für ein Lager muss das denn dann? Und den Sarg können wir auch nicht da reinpacken. Gut. Das ist irgendwie frustrierend. Muss ich halt wirklich sagen. Gut, 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 gut. Wir sollen die Brücke wieder aufbauen. Das machen wir. Wir gehen zumindest schon mal in die Nähe der Brücke. Und die Brücke, würde ich sagen, bauen wir dann beim nächsten Mal wieder auf. Bis dahin, tschüss!